Moin, ich bin Lena Timmermann und wir sind hier in Nordloh im Landkreis Ammerland. Ich bewirtschafte mit meinen Eltern, mit meiner Mama Rita und mit meinem Papa Oltmann einen Milchviehbetrieb. Seit über 400 Jahren ist unsere Familie in der Landwirtschaft tätig. 1995 haben meine Eltern diesen Standort hier übernommen und stetig weiterentwickelt. Ich bin 2014 in den Betrieb mit eingestiegen und mittlerweile melken wir hier 160 Kühe und haben auch die weibliche Nachzucht hier. Seit 2019 melken wir den Großteil unserer Herde an zwei Melkrobotern. Dadurch schaffen wir zum einen für uns eine bessere Work-Life-Balance, also wir haben jetzt dadurch einfach mehr Lebensqualität. Aber für unsere Kühe ist es auch viel schöner, dass sie sich selbst entscheiden können, wann sie gemolken werden wollen. Und sie können sich jetzt auch selbst entscheiden, wann sie auf die Weide gehen wollen. Ja, wir bewirtschaften zurzeit rundweg 100 Hektar. Davon sind 35 Hektar Mais, 4 Hektar Getreide und der Rest ist Dauergrünland und Ackergras. Seit 2018 nehmen wir am Projekt Q-Vision teil und lassen unsere schwarzbunten und rotbunten Kälber genotypisieren. Dadurch können wir besser selektieren. Wir setzen vor allem hornlose Bullen ein und mittlerweile ist ein Drittel des Bestandes hornlos. Ja, wir haben uns bei der Goldenen Olga beworben, weil wir dachten, das ist eine tolle Sache für die Öffentlichkeitsarbeit, damit man mal sieht, wie gut unsere Kühe das haben, wie zufrieden die sind, dass es einfach Spaß macht, mit den Kühen zusammenzuarbeiten.